Es passt ja auch zu den Worten, die Jesus ja gesagt hat, ne? In Matthäus 26, 51 bis 53, wo es darum ging, dass die Hohenpriester ihn ergreifen wollten und seine Jünger wollten zum Schwert greifen. Und er hat gesagt, legt es weg. Und er hat gemeint, glaubt ihr nicht, dass wenn er Gott bitten würde, dass er ihm jetzt Legionen schicken würde. Also er wollte es gar nicht. Er war durch und durch ein Pazifist. Ne? Das akzeptieren wir ja Also auch, dass er sehr friedvoller war. so wird er beschrieben, Er leider. beschreibt sich Also, selber, ja. hier wird gesagt, leider wird Jesus als Pazifist beschrieben. Ich möchte jetzt mal die Leute von Iman TV fragen, was bedeutet diese Aussage? Warum ist leider ein Pazifist? Könnt ihr nichts mit Pazifisten anfangen? Könnt ihr nicht mit Jesus, dem friedlichen Jesus, anfangen? Das könnte ich mir natürlich vorstellen, weil es nicht zu eurem Prophet passt. Euer Prophet sagt, mir ist befohlen, mit den Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott außer Allah gibt. Wenn sie dies tun, werden ihr Leben und ihr Eigentum vor mir sicher sein. Also ihr glaubt an einen Propheten, ihr redet von einem Propheten, ihr folgt einem Propheten nach, der sagt, hey, ich werde kämpfen und die Leute sind erst vor mir sicher, wenn sie zum Islam übertreten. Und wenn sie, so steht es an anderer Stelle, wenn sie auch bekennen, dass ich mache den Josef mal wieder stumm. Der Arme, der hat zu kämpfen. Ja, es wird gesagt, dass Jesus leider pazifistisch ist. Es passt halt nicht zu Mohammed. Aber ehrlich gesagt, wir sind froh drüber und stolz drauf, dass Jesus friedlich war und Ruhe und Frieden gebracht Und nicht vergessen, mag ich drücken, kommentieren, mit Freunden teilen, abonnieren. Und schau dir doch den ganzen Livestream an. Dann hast du noch mehr. Ach so.